Hallo zusammen, ich bin Noëlla Rehn und willkommen in meiner Welt. Ich wohne hier seit Ende November mit meiner Freundin. Also wir sind jetzt von einer 1,5-Zimmer-Wohnung, haben wir jetzt mega Glück gehabt und haben diese Wohnung gefunden. Das ist jetzt eine 4,5, wo wir wirklich genug Platz haben, um Leute entertainen, Partys oder einfach sonst einfach ein bisschen chillen und unseren Frieden haben. Meine Stube. Da verbringe ich eigentlich meine meiste Zeit, weil Laptop, ein bisschen hersitzen, arbeiten. Seit ich nur einfach Musik mache, ist es einfach mega wichtig, dass du einfach eine Disziplin hast, dass du einen Tagesablauf trotzdem hast. Regel Nummer 1 ist einfach für mich, ja nicht aufs Sofa sitzen. Dann haben wir noch unsere zwei Kätzchen, Moon und Misty. Hi. Ich liebe die Kätzchen wirklich über alles. Und sie geben irgendwie auch mega viel. Ich habe immer gedacht, ja, die sollte man können, weißt, ein bisschen befehlen, weißt, so mach Sitz, mach Platz. Aber Katzen und die machen, was sie wollen. Aber irgendwie sind sie dann halt gleich mega cute. Wenn sie dann zu dir kommen, denken sie, oh Mann, sie sind da, weil sie wirklich wollen da sein, mit dir kuscheln. Das ist schon mega cute. Also da hätten wir die Küche. Das ist noch lustig, weil das ist der Ort, wo meine Freundin kocht. Und das ist der Ort, wo ich abwasche. Was ich kann, ist auch so Pasta und so Eiersachen und so weiter und so fort. So basic, basic. Aber meine Freundin kocht eben schon mega gut. Das heisst, ich bin echt der ewige Tellerwäscher, wenn man es so will. Aber ich finde es voll easy. Das ist mein Art Room, also unser Art Room, sorry. Und da haben wir meine zweite Frau. Mein Stormtrooper. You look very beautiful, honey. Ursprünglich wollte ich meinen Stormtrooper im Wohnzimmer haben, aber meine Freundin hat Nein gesagt. Und das ist so ein bisschen meine Freundin, die zeichnet gern, malt gern. Sie ist eine Tätowiererin, Gina Metzgal. Und darum haben wir so ein bisschen, halt, ein bisschen gemischt mit Musik. Also ich bin ja mega Alicia Keys Fan gsi oder ja jetzt auch jetzt noch, aber sie hat mir so eine Welt eröffnet, wo ich mich auch wirklich gesehen habe und ich gefunden habe, oh, das finde ich voll cool und einfach die Soul, die sie hatte, und auch die Musik, die sie gemacht hat, hat mich so inspiriert und ich habe gewusst, dass sie das alles selber mit dem Piano und so gemacht hat, dass mich das so inspiriert, dass ich auch Piano spielen will. Und dementsprechend habe ich mir das Pianospiel eben auch das selber beigebracht. Wir kommen jetzt zu meinem absoluten Traum. Und zwar wollen wir unbedingt einen begehbaren Kleiderschrank. Und den haben wir so erstellt, individuell. Das ist meine Seite, ist ein bisschen farbiger. Und die Seite von der Gina ist halt ein bisschen schwärzer. Ich habe mega gerne so oversized Sachen an. Das heisst eher so ein bisschen weit, ein bisschen cool. Tomboy ist, könnte man jetzt sagen. Ich habe gerne Sneakers, of course. Also bei mir siehst du keine High Heels. Ich habe einfach gerne klobige Schuhe. Die sind auch neu, von Versace, von der neuen Kollektion. Der Schuh, der ist von Diesel, das ist eine Special Edition. Von denen gibt es nicht so viel. Und der, ich liebe es auch, der ist sowieso BÄM! Eine Wucht. Ich habe gerne Marken, aber ich muss jetzt nicht eine Hose haben von keine Ahnung was. Weißt, ich kann auch eine Hose haben von Zara oder so. Hauptsache, es sieht cool aus. Aber wenn es so um Taschen oder Schuhe geht, dann bin ich schon eher. Habe ich halt schon gerne Marken. Dann bin ich schon eher. Gebe ich gerne viel Geld aus. Das ist mein Darth Vader. Er hat einfach ins Wohnzimmer gegangen und hat da schön seinen Ehrenplatz. Gell? Was? Was hast du gesagt? Sie sollen gehen. Bist du sicher? Ich muss gehen, sonst kommt es nicht gut.